Hallihallo und willkommen zu einem neuen Player Review. Und ja, das ist einer der meistgefordertsten Spieler der letzten Tage. Wir sehen schon, wir sind in meinem 4-2-3-1 Bundesliga-Team und wollen einen neuen Spieler hinzufügen. Und zwar der Inform Leonardo Bittencourt von Hannover 96. Ja, 5 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skill Moves, Mittel-Mittel Arbeitsrat, 1,71 groß. 247.000 Münzen hat er mich gekostet, weil ich das so schnell wie möglich machen wollte. Vor ein paar Tagen habe ich es ja schon gemacht. Also, ich habe ihn mir so ziemlich am ersten Tag gekauft. 10 Tore in 10 Spielen, dazu noch 5 Vorlagen. Gute Werte finde ich für einen linken Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Ja, mittlerweile kostet er, falls ihr Bock habt, ihn euch zu kaufen, und ich werde euch gleich sagen, ob sich's lohnt oder nicht. Er kostet euch zum jetzigen Zeitpunkt, ihr seht schon, normalerweise spielt er S-Fein. Und da möchte ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen zum Beispiel. Aber nein, wir wollen das alles nacheinander machen. Jetzt kostet euch Inform Bittencourt unter 100.000 Münzen, also knapp 100.000 Münzen. Das heißt, ich habe meinen für 120.000 verkauft. Also deutlich, deutlich weniger. Hier habt ihr gerade seine Ingame-Stats gesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, irgendwie die Ingame-Stats im Spiel zu zeigen. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe es unter einem falschen Titel abgespeichert, habe ich gerade gesehen. Und plötzlich war der komplette Videodatei weg. Naja, egal. Seine großen Plusse sind natürlich seine 5 Sterne Weakfoot, sein 91 Antritt zusammen mit 98 Balance und Beweglichkeit so ungefähr. Das heißt, er ist im ersten Moment sowieso verdammt schnell. Also lasst euch nicht von diesen 83 Tempo oder sowas, was auf der Karte hat, beeinflussen. Er ist schon verdammt schnell, wenn er alleine mal losrennen darf. Er hat natürlich große Probleme durch seine 30 Stärke oder was er hat, 35, nee, er hat sogar 55 Stärke, aber das merkt man jetzt nicht so, das ist schon ziemlich, ziemlich, ja, hat ein überragendes Dribbling, wenn man so dieses L2, R2, dieses Precision Dribbling ansetzt, dann hat er schon ziemlich, ziemlich gute Ballbeherrschung, das muss man ihm lassen, also das ist ganz, ganz stark. Auch die Skill Moves, die man mit ihm machen kann, lassen sich meistens sehr, sehr gut ausführen, aber ja, wenn ihr mal so, wenn einer mal an euch zieht so ein bisschen an der Seite und der hat ja mindestens mal 70 Stärke, dann verliert ihr mit Bittencourt meistens den Ball. Also ihr müsst immer schon versuchen, nicht direkt am Gegenspieler zu sein, wenn ihr mit Bittencourt was machen wollt. Ihr solltet schon immer versuchen, ja, euch so weit wie möglich vom Gegenspieler fernzuhalten. Dann ist er wirklich am stärksten und kann seine großen Stärken ausnutzen, was nun mal sein Antritt ist und seine Beweglichkeit. Dann kommen halt die 5 Sterne Weakfoot dazu. Auch für einen linken Mittelfeldspieler ziemlich, ziemlich geile Sache. Das heißt, er kann flanken und schießen mit beiden Füßen. Es ist scheißegal, wo er gerade steht und wie er gerade positioniert ist. Er kann das einfach mit beiden Füßen genau gleich gut sein. Linker ist auch mindestens so gut wie sein rechter. Sehr ordentliche Freistoß-Stats übrigens auch. Also mit dem kann man auch mal versuchen, Freistoß zu machen. Der hier wäre, glaube ich, reingegangen. Vielleicht, aber geht dann im zweiten Versuch rein. Auch nicht übel. Ja, also sein Tempo fand ich sehr, sehr ordentlich. Seine Stärke, naja, nicht wirklich toll. Aber gut, der Typ ist auch 1,73 groß und sieht im Vergleich dann zu manchen anderen Spielern sehr, sehr winzig aus, muss man zugeben. Und von daher, ja, kann man da wahrscheinlich auch nicht so viel erwarten von einem so kleinen Mann. Aber ansonsten, ja, was gibt's noch zu sagen? Sein Schuss, ja, ich fand ihn gut, wie man in solchen Situationen hier sieht. Allerdings muss ich zugeben, in den ersten zwei, drei Spielen wollte ich Bittencourt sofort wieder verkaufen. Also, da hat er mir gar nicht gefallen. Aber er wurde von Spiel zu Spiel besser und am Ende 10 Tore in 10 Spielen beweist das Ganze auf jeden Fall, wie gut er am Ende wurde tatsächlich. Denn ich muss zugeben, ja, solche Sachen hier, gut, da ist ein bisschen Glück dabei bei der Szene, aber trotzdem, Longshot-Tor von Bittencourt, yay. Er hat nicht die übermenschlichsten Longshots, die ihr jemals sehen werdet. Also da gibt es ganz andere Kaliber, die von Weitem abziehen können, vor allem auch im Silberbereich. Aber wenn bei dir um den 20, um 20, 25, sagen wir 20 Meter um das Tor herum seid, da schießt er euch immer das Ding ganz, ganz gefährlich aufs Tor. Da hat jeder Keeper Probleme. Aber ja, wie gesagt, 20 Meter vom Tor und das Ding könnt ihr einfach abziehen. Egal wie ihr gerade steht, egal mit welchem Fuß ihr gerade da seid. Denn wie gesagt, die 5 Sterne Weakfoot erlauben es Bittencourt ohne Probleme auch mal den anderen Fuß zu benutzen. Er kann super Pässe schlagen, wie hier auf dem Lapper. Das kann er auf jeden Fall auch. Deswegen starker, starker Spieler. Ich würde persönlich aber sagen, für den Preis, den ihr zahlen müsst, 100.000 Münzen, wie gesagt, wenn ihr das Geld habt, auf jeden Fall Bittencourt ausprobieren. Er hat auch noch 70 Volleys und wer das noch nicht auf Facebook gesehen hat, weil ich gepostet habe, wird am Ende
sich auf jeden Fall noch das eine Tor ansehen müssen, keine Frage. Also das letzte Tor ist Pflicht angucken. Ja, er hat die 5. Weakfoot, ist linker Mittelfeldspieler. Ich würde 100.000 immer und immer wieder bezahlen, wäre er zentraloffensiver Mittelfeldspieler, und hoffe einfach, dass er irgendwann im Laufe der Saison ein Second in Form bekommt noch, indem er vielleicht auf dem ZOM gespielt hat oder mal so. Ich weiß, dass er in echt wirklich linker Mittelfeldspieler meistens spielt bei Hannover, aber vielleicht wird er ja mal ein Spiel in der Mitte eingesetzt und da holt er sich dann hoffentlich mal in Form ab. Also dann würde ich locker flockig 200.000 wieder bezahlen für Bittencourt. Auf der 10 ist er einfach unglaublich gut. Und ja, würde wahrscheinlich auch Maxim verdrängen bei mir, ob wie geil Maxim ist bei mir. Jetzt sehen wir uns auch mal das letzte Tor des Tages an und kada bam! 70 Volleys. Aha, das ist vielleicht eins der geilsten Tore, was ich bisher in FIFA 14 erzählt habe. Aber jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr das Geld habt, probiert ihn auf jeden Fall aus. Saugeiler Spieler. Aber wenn ihr das Geld nicht habt und wirklich überlegen müsst und einen linken Mittelfeldspieler in der Bundesliga Silber holen wollt, dann holt euch lieber S-Wein, denn S-Wein ist auf jeden Fall in einigen Belangen im Überlegen, natürlich Tempo und so. Aber ja, wenn ihr einen linken Mittelfeldspieler braucht, holt euch lieber S-Wein. Wenn ihr das Geld habt, dann probiert Bittencourt auf jeden Fall aus. Ich habe ihn oft in der Pause zum Beispiel einfach auf die Mitte gezogen, dann war er nochmal doppelt so geil. Also wie gesagt, in der Mitte ist er doppelt so geil. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ihn auszuprobieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eine Bewertung freuen. Ich freue mich für das letzte Tor, würde ich mich natürlich nochmal doppelt über eine Bewertung freuen. Ne? Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, lasst mich wissen, ob ich noch wen ausprobieren soll für euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.